Herzlich willkommen zurück zu Phoenix Point mit Arezo. Ich bin Arezo und wir hatten gerade eine Tragödie. Ja, wir haben Enforcer verloren. Was bedeutet, dass wir einen Ersatz für Enforcer brauchen? Wir hätten hier einen Stufe 3er Priester. Mal gucken, ob sie uns den verkaufen. Ich meine, komplett hinüber sind unsere Beziehungen ja auch nicht mit denen, ne? Unfreundlich. Das ist kein Krieg. Die könnten uns trotzdem noch Leute andrehen. Okay, und hier können wir unsere Mission machen. Leute einsammeln. So, schauen wir erst einmal, ob wir hier noch FP verteilen müssen. Du bekommst noch Geschwindigkeit dazu. Der Boa Almada, wie geht's dir? Du brauchst auch ein bisschen Geschwindigkeit, ne? Violeta Pok. Bei dir warten wir noch kurz. Ich möchte mir die neue Klasse demnächst leisten können. Maximilian Gonzales sieht soweit in Ordnung aus. Hier haben wir noch 11 FP, aber keinen guten Ort, um sie auszugeben. 12 FP, aber nee, hier warten wir auch noch. Ich denke, ich habe die alle schon kürzlich verteilt, ne? Oh, hier haben wir einen Priester mit zu wenig Willenskraft. Denn Priester haben immer zu wenig Willenskraft. So, du kommst auf jeden Fall mit. Wer geht dafür raus? Baumgartner, du gehst raus. Okay, und los geht's. So. Schritt 1, herausfinden, wo sie sind. Normalerweise sind sie hier hinten unter dem Turm. Allerdings ist diesmal kein Turm da. Oh, hier oben haben wir jemanden. Und hops. Ich weiß nicht, was wir da gerade eingesammelt haben, weswegen wir die Willenskraftpunkte bekommen haben, aber okay. Wahrscheinlich irgendwas auf der unteren Ebene hier. Oh, top. Okay, dort haben wir einen Atron, was? Eine Atron-Plage, okay. Nicht so schlimm. Target located. Okay, ein einzelner Mindfugger. Warten wir damit lieber noch. So, wenn hier was hinkommt, dann schießen wir drauf. Du gehst mal hier hin. Wo? Da, okay. Das ist... Oh, ein Killer. Ich weiß gar nicht, wie die richtig heißen. Irgendwas in der Art war es aber. Oh, es ist Killer. Gut, du gehst erst einmal hier hin. Du... hier kann ich mich jetzt nicht platzieren, sonst schießt mir der Scharfschütze dort in die Seite. Du gehst hier hin. Gut, du gehst hier hin. Mal die Leute umlaufen. Ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht, eine schnelle Person dort mit beizuhaben. Und du passt hier auf dieses Gebiet auf. So gut es geht. Nicht wegrennen. Okay, wir haben dort einen Oh, eine Sirene. Nicht runtergehen, das ist gefährlich. Das hat auch viel zu wenig gemacht. Okay, aber zumindest wissen wir jetzt, wo alle sind. Oh, okay. Hat noch überlebt, aber das war schon nicht schlecht. Wunderbar. Da ging der Plan auf. Und das ist jetzt gefährlich.
Oh. Nicht schlecht. Aber der Killer könnte den trotzdem jetzt noch erledigen. Das war ein psychischer Schrei. Okay. Der Killer läuft lieber ein bisschen. Oh, Moment mal. Die haben das Gewehr kaputt gemacht. Nicht schlecht. Dann... Oh, da sollten wir aufpassen, damit die sich hier nicht gegenseitig töten. Okay, noch lebt er, aber ich weiß nicht, ob der noch lange leben wird. Okay, einmal hier hin hopsen bitte. Und einen Schrei ausstoßen. Aber erst einmal gucken wir. Obwohl, ne, den Schrei kannst du jetzt ja schon machen. Sehr gut, haben die Sirene noch mit erwischt. Gut, du kannst mal hier hinlaufen und den niederschlagen. Du brauchst die Erfahrungspunkte. Ja, Sicht wäre hier nicht schlecht. Oh, wir haben Sicht. Oh, dem Sturmsoldaten geht es gar nicht so schlecht wie angenommen. Leider können wir nicht wirklich ins Visier nehmen hier. Also, nicht ihn, sondern den Triton. Verdammt, hier fehlt eine Tür. Sonst könnten wir hier einfach durchlaufen. Warte mal. Theoretisch könnten wir... Okay, wir könnten hier hin. Wir sollten zuerst den da einsammeln. Andererseits, ne, ich muss erstmal die... Willenskraftpunkte ausgeben, zumindest zum Teil, damit ich hier keine verschwende, wenn ich rüberhopse. Gut, ist doch nicht schlecht, wenn du das kannst. Crunch time. Okay, hier können wir auf jeden Fall den Triton einmal treffen. Das war noch nicht gut genug. Der Boa-Armada kann gerade nur laufen. Ich nehme noch den einen Sprint mit, einfach weil ich jetzt noch Punkte dazu, also Willenskraftpunkte dazu bekomme. Nicht, weil ich das normalerweise machen würde. Hier bekommen wir leider keinen vernünftigen Winkel. Hier hoch kommen wir auch nicht. Gotta keep going. Tja. Schon doof. Okay, jetzt können wir unseren Sprung machen. Den hier auch einsammeln, ist ja auch noch eine Ressource, die wir kriegen. So, da haben wir unsere Willenskraftpunkte. Du musst hier nach unten. Und bitte den Mindfragger entfernen. So, das war schon mal wichtig. Dann gehst du hier hin. Kannst nochmal raufhauen, das ist auch wichtig.
Ja, das hier dürfte der beste Punkt dann sein, weil es der einzige Punkt ist. Oh, und wir haben sogar die richtige Person hier, denn das Deimos dürfte uns die besten Chancen geben. Das war definitiv nicht genug. Was? Warum darf der Brecher noch angreifen? Der sollte eigentlich nicht angreifen können. Der hat gerade den Mindfucker noch auf dem Kopf gehabt. So, du heilst dich bitte. Wahrscheinlich gelten für NPCs einfach andere Regeln. Also, ja, das sind... Eine der anderen Regeln ist, dass ich nicht das Inventar hier unten leeren kann. So, die Sirene ist auf jeden Fall noch hier, aber sie hat nur zwei Aktionspunkte gerade. Sehr gut. Bereit ist gut. Und Abreise. Moment, da hinten ist doch ein Fluchtpunkt, oder? Nee, da hinten ist kein Fluchtpunkt. Da hinten. Ach Gott. Gut, dann bin ich in die vollkommen falsche Richtung gelaufen. Aber kein Problem. Ich habe alles unter Kontrolle. Und ich habe die Sirene gefunden. Hallo. Und hier hinlaufen. Sehr wichtig ist jetzt, dass wir noch einen weiteren Kriegsschrei benutzen. Allerdings nicht unbedingt von Mr. Kaputt. Mr. Kaputt kann nämlich gleich noch raufhauen. Oh, Moment mal. Auf die Distanz nutzen wir die Schrottflinte. Sehr schön. Du läufst hier nach oben. Ups, ich hielt dich für den Scharfschützen. Okay, ist egal. Du läufst hier hin. Okay, du hoppst. Nicht zu weit entfernt. Wie ist hier? Oh, du hast gar keinen Kriegsschrei. Warum hast du keinen Kriegsschrei? Achso, weil du Level 1 bist. Okay, du bist entschuldigt. Gut, du machst hier mal Platz für den Fall, dass ich da noch jemanden haben hinpacken will. Okay, mit zwei Sprints kommen wir dort hinten in die Schussreichweite. I'll keep going. Du hast ready for action, ne? Gut, nimm das mal rüber. Okay. Und Mr. Kaputt kann die erledigen. So, und eine Narkose bitte. Sehr schön. Und alle anderen einfach fliehen, bitte. Jetzt hoffen wir, dass wir hier keinen Mindfucker aufdecken. Das wäre doof und unangenehm. Die haben nicht mal Jetpacks. Oh, okay. Wir werden jetzt demnächst noch mit Würmern zu kämpfen haben.
Das nehmen wir mit. Und ansonsten einfach nach vorne laufen, die Würmer ignorieren wir. Also die Würmer nicht unbedingt. Wenn sie dann da sind, werden wir wahrscheinlich was gegen machen müssen, aber... Den Wurmwerfer ignorieren wir erst einmal. Ich bezweifle stark, dass der irgendwas macht, worauf wir reagieren müssten jetzt. Wir kriegen den eh nicht schnell genug down, damit er nicht schießt. Nein, nicht wirklich, aber du brauchst doch gerade keine Deckung. Schön weiterlaufen. Immer weiter. Das ist ein sehr weiter Weg. War nur eine Runde. Wir werden jetzt noch einen Haufen Rennrunden machen müssen. Oh, der kommt näher. Möchte der etwa, dass wir auf ihn schießen? Provoziert der uns einfach nur? Oder brauchte der einfach Sicht? Wahrscheinlich brauchte er Sicht. Los, los, los. Alle nach vorne. Beeilt euch, beeilt euch. Ein weiterer Vorteil, wenn man diese den Marschbefehl geben würde, der dann für mehrere Züge gilt und am Ende der Runde abgerechnet wird, wenn man keine anderen Befehle gegeben hat. Die Leute könnten alle gleichzeitig laufen, was wesentlich realistischer aussehen würde. Für XCOM 2 habe ich mal eine Mod gesehen, mit der die Leute permanent rumschießen. Ich glaube, es hatte kein Gameplay-Effekt, allerdings sorgt es dann theoretisch dafür, dass das ganze Feld realistischer aussieht. Wenn ich irgendwann mal Phoenix Point hier in Phoenix Point gewinnen sollte, würde ich wahrscheinlich auch nochmal XCOM spielen und vielleicht dann diese Mod draufpacken. Mal sehen. Generell, wenn ich gewonnen habe, wäre Phoenix Point wahrscheinlich eher ein Spiel für Streams. Ich habe so viele Spiele, die für Streams wären. Und so wenig Zeit für Streams, weil ich das Ganze eben als Hobby betreibe. Es gibt immer diese Falle, dass man versucht, sich mit den berufsmäßigen Streamern zu vergleichen. Denn die laufe ich auch ab und zu rein, aber sollte man, wenn möglich, vermeiden. Als Hobby-Streamer und YouTuber kann ich eben nicht so viel machen. Wobei ich dann nochmal versuchen sollte, wieder zwei Folgen, also eine Folge für je zwei Serien pro Tag rauszubringen. Das ist durchaus machbar. Diese Evakuierungen sind anstrengend. Und zwar nicht auf die gute Art und Weise anstrengend, wie ein Schachspiel oder so. Ja, anstrengend wie Fließbandarbeit. Ja, kommt nur näher. Mehr als näher kommen könnt ihr eh nicht. Dem Schildträger müssen wir eventuell irgendwann einen Arm wegschießen, aber eigentlich sollten wir hier auch bald raus sein. Oh, wenn der jetzt noch nach vorne schießt, dann könnten wir tatsächlich hier ein kleines Problemchen bekommen. Obwohl, wir machen einfach mit den vorderen Leuten die Würmer kaputt, damit die hinteren... Oh, ein Wilderer. Oh,
Und raufhauen. Und weiter raufhauen. So, und mehr Würmer gibt's hier vorne nicht? Okay. Und raus mit dir. Und yay, der nächste, der raus kann. Und noch einer. Großes Problem bekommen wir nur, wenn der Wilderer jetzt ein paar Glückstreffer landet. Sollte aber eigentlich nicht. Dazu bräuchte er Glück. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass er keins hat. Egal was der macht, die Würmer ignorieren wir jetzt einfach. Ich glaube, im Notfall kann mein Scharfschütze auch noch sprinten. Eben. Ja, aber auch der Sprint ist nicht notwendig. Sehr schön. Gut, kein Problem. Okay, 3 Stufenaufstiege, leider keins für Jean Barretto. Keines? Keiner. Violeta Pogue, Deborah Almada haben Level aufs und sind auf Stufe 4 gekommen. Sehr gut, damit sind sie im Priesterbereich. Imran Gonzalez hat eine Stufe auf. Okay. Ja, Beute. Ilya Edwards, Bartosz Rodriguez. Ich kann diese Aussprache nicht. Und Martha Correa. Okay. Nicht schlecht. Ja, den Aufenthaltsort auswählen, wenn ich jetzt noch genau wüsste, welches das unten doch gleich war. Ach, hier kann ich. Okay, man kann hier raufklicken, um es zu erfahren. Sehr gut. Phoenix Logistik, das ist das, wo ich sie hinbringen wollte. Jetzt ist dort eine Person nur. Oh, tatsächlich, bei den anderen fehlten einfach noch Leute. Gut, die entsprechenden Level ausmachen wir demnächst. Hier haben wir eine Krankenstation. Wohnräume, wunderbar. Die Trainingseinrichtung ist unten auch noch nicht fertig, also müssen wir uns darum nicht kümmern. So, dann würde ich sagen, beenden wir hier mal die Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinter die Kommentare und adios.